There are many associations that were founded at that time with an idea of a better future. And the Sargfabrik is also one. Ich bin gehöre zur Gründergeneration. Die Geschichte, warum ich dabei bin, war ursprünglich, dass wir in den 80er Jahren eine Tochter bekamen und wir raus aus der Stadt gezogen sind, weil es einfach zu heiß, zu eng war. Und wir wollten sehr gerne mit anderen Menschen, die also gleichgesinnt sind, zusammenziehen. When we started to plan, I lived in the 7th district. This is a very young district. There are a lot of students there. And Sargfabrik is a little bit outside. Then they started to build the metro line. And then I applied for the membership here. And in the first round, our members told me they don't like to have two architects as a member. It was common in Vienna that you had factories like that. You had the house in front where the family that had the enterprise lived, and sometimes also the workers, and in the backyard they had the factory, and here they produced coffins. After World War I and World War II, they got bankrupt because they could not sell so much coffin anymore. So it looks like a very old-fashioned building. Consists out of bricks. We were part of this planning process together with all the other peoples of the cooperative. We developed this kind of new housing, social housing project. In between, I think it was 7 years for the first part. So maybe we are named as the architect, but I have to say, without the people, we could not do this architecture. And a lot of these ideas, a lot of discussion, and a lot of this proving of the concept is done by the people. Wir hatten immer den Anspruch, dass wir nicht nur für uns planen, sondern so planen, dass auch unsere Wohnumgebung oder auch weitere Umgebungen einen Nutzen daraus ziehen kann. And at the beginning they met every week for a plenum, and now we have these assemblies, two at least, but most of the year we have 10 or more, because every decision has to be made by the General Assembly. Ein Wert ist auch, eine ökologische Bausubstanz zu schaffen, war es auch von Beginn an. Wir legen auch Wert auf eine kulturelle Vielfalt, das heißt, wir haben auch von Beginn an eigentlich auch Flüchtlingsfamilien oder Flüchtlinge hier, die hier wohnen. We have a kindergarten, we have a bath hall, we have an event hall, we have workshops, we have our own library, laundries. So we have much, much more than normal housing beside the apartment. Wenn wir auch Bereiche wie Seminarbetrieb, Kulturbetrieb und auch einen Badebetrieb und Kindergarten haben wollen, dann brauchen wir auch professionelle Leute, die das nicht ehrenamtlich, sondern vor allem auch als Beruf, als Angestellte machen. War sicherlich auch so, dass die Art oder das, was wir hier machen, so unvorstellbar war für viele, weil es nicht in das persönliche Weltbild hineinpasst. Also wie ich hier das erste Mal war, habe ich mich eigentlich sofort wohl gefühlt. Ich bin hier übersiedelt nach Wien vor 4 Jahren und habe hier sofort auch diesen Job bekommen. Und die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, sind ein Teil geworden in meinem Leben. Und ich bin hier sehr glücklich, weil diese Menschen sehr tolerant sind. Sometimes the neighbors think it's nice here. Sometimes the neighbors say we are too loud.
And sometimes they say we are hippies, which we were sometime, but we are not anymore. Wir sind natürlich keine Einheimischen hier gewesen, so wie in einem Dorf. Wenn also da eine große Gemeinschaft hineinkommt, dann wird man zuerst einmal mit Skepsis und Neugier in einer Mischung davon betrachtet. It was very fun to live here as a kid. I think you can consider this a small village. It was fun to have a lot of friends growing up who live in the same house as you. So we always would have a lot of fun and go swimming and yeah, just enjoy our time. Es ist so faktisch schon so zweigeteilt, würde ich sagen. Einerseits ist die Sargfabrik jetzt schon fast europaweit bekannt als der Bau für partizipatives Wohnen. Das heißt, als Wohnprojekt mit den unterschiedlichsten Anknüpfungen und Bereichen, die es auch gibt, ist es doch irgendwo einmalig und zeigt auch ein geglücktes Projekt für diese Art von Wohnen auf. At the end, we have here about 70 units and all of the units are not the same. So they are, all of them are different. And I think this is also a kind of a quality that we have done here, because all the people are different. We are wearing not the same, for example. And so why should every flat or apartment the same? The neighborhood changed because there were many new houses built and they built the rooftops, so there are really expensive apartments in the meantime. Sometimes you find in the newspaper where there is an apartment announced near the Sargfabrik. They make advertisement with our Badehaus, for example, and with the kindergarten, people that don't have any connections to us. Ich glaube einfach, wir sind ein zentraler Punkt, wo man sich treffen kann, wo man spricht zusammen, wo man Feste feiern kann. Und es integriert sich einfach alles wunderbar hier und es passt hier, weil einfach so vielseitig ist. Und jeden Tag ist etwas Neues und jeden Tag ist etwas anderes. Wir haben einen wunderbaren Dachgarten und es kommen viele, viele externe Gäste her und nutzen diese Infrastrukturen. Wenn man mal gezählt an einem durchschnittlichen Tag, sind das 500 Personen von außerhalb, die hier ein- und ausgehen und unsere Einrichtungen inklusive der Kantine, also das Restaurant, benutzen. Ja. Für was die Sargfabrik durchaus auch steht, ist der Kulturbetrieb. Wir sind eigentlich der Veranstalter für World Music in Österreich geworden. At the beginning we were the only ones that made world music in Vienna. At the moment everywhere you can have world music. Sometimes people came in that were new and now they are really famous. So this is fine.